Hallo, meine höhere gewaltbezwingenden Bergefahrer und herzlich willkommen zurück zu weiteren Lauschig-Flauschig-Grünchen hier bei Snurrono. Ich habe uns schon mal hier hingebracht. Wir haben alles, was an Sprit und Co. ist, soweit hier und auch bei uns schon drin aktualisiert. Und nun sitzen wir noch bei der allerletzten Mission. Wir müssen den Wettermesspunkt machen. Ich würde sagen, wir fahren dann auch zuerst zu dem Wettermesspunkt, dann zu dem Wettermesspunkt und dann zu diesem Wettermesspunkt. Wir haben 7 Minuten nur Zeit dafür? Okay. Gut, wir haben 7 Minuten Zeit. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich werde mir hier schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und er wird sagen, jo, wir starten jetzt. Na, tolle Wurst. Das ist eine ganz miese Kiste, weißt du das? Dieses, ich dachte, man kann das einfach vorbereiten, aber ist halt nicht so. Na gut, danke, dass ich das jetzt auch noch weiß. Und, pass mal auf, ich ziehe mir das Ding jetzt hier ran, mach da mal Anhänger koppeln. Ist noch zu weit, okay, dann weiter ranziehen. Ja, da war schon mal eine halbe Minute rum, weil ich das einfach nicht gerallt habe. Da hätte ich mich auch ganz anders gestellt, hätte ich das gewusst. Ah. So ein Ding ist es wieder. Gut, dann ziehen wir los und von dannen. Ich habe mir jetzt extra ja diesen Spritding noch drauf geballert. So haben wir den Sprit erstens dabei. Zweitens haben wir dann so eine ausgeglichene Möglichkeit gegenüber. Hallo? Hallo? Die lässt sich gar nicht ziehen. Das finde ich jetzt irgendwie. Hä? Irgendwie ist es witzig, dass der sich jetzt gar nicht ziehen lässt. Weil der da das Problem hat, dass der so ganz komisch eingelenkt ist. Kannst du den jetzt mal ziehen, bitte? Danke. Der hat sich da ganz komisch reingebubbelt. Ganz komisch. Oder ich den nicht ziehen konnte. Naja, wir müssen nur. Ey, Leco Mio, jetzt lass das mal. Das Ding ist ja ganz schön sensibel, der Anhänger. Na, ist vielleicht auch nicht das beste Wettkampfauto, was wir gewählt haben. Bei meinem Fahrstil wohl gemerkt. Andererseits, es kann woanders schon anders aussehen. Aber ja. Ich weiß auch noch nicht, wenn ich das jetzt auch nicht Gold schaffe, wäre das mir jetzt auch so eine Sache. Ja, dann ist das halt so. Ja, warum musst du immer die. Nimm doch. Also ganz ehrlich, dass dieser automatischen Gewindepunkte, ich krieg das nicht hin. Ich habe da voll die Probleme mit. Kann sein, dass wir das Auto aber nochmal wechseln, dass ich uns ein anderes Auto dafür hole, weil ich mit dem einfach nicht zurande komme, weil der ist schon sehr sensibel. Ich hatte nur gehofft, dass das reicht mit dem hier. Aber ja. Aber ja. Man merke, wir haben ganz schön zu kämpfen. Da sind die Azis wohl doch einfach mal besser. Wir werden den Wettkampf auch gerade mal nur schaffen. Das sehe ich jetzt schon. Den kriegen wir nicht mal auf Gold. Aber ich bin auch ganz ehrlich, mit den Wettkämpfen auf Gold, da bin ich schon so ein bisschen wieder raus. Ja, ich muss da mit einem Azi ran, wenn ich ihn auf Gold machen wollen würde, weil der hat ganz schöne Probleme, sich überhaupt durchzukämpfen. Ich dachte, der Woronski ist ein bisschen stabiler bei sowas, aber nee, kannst du knicken. Der hat totale Probleme. Er hat totale Probleme. Gut, das hätte ich mir aber auch denken können. Ich hatte ja mit dem schon einiges. Und solange du jetzt hier nicht irgendwie eine flache, gerade Straße hast, kämpft der schon ein bisschen schwer mit sich selber da. Dann brauchst du wirklich eigentlich eher ein Fahrzeug, was ja dagegen ankommt, gegen dieses ganzen Naturgewalten. Willst du mich rollen? Das Ding hat gar keine Abstufung. Ja, gut zu wissen. So, warte mal, jetzt bin ich aber hier. Und jetzt?
Muss ich jetzt hier reparieren oder was? Serviceanhänger? Nee, hä? Achso, ich muss den Dings hier reinfahren. Wow! Lecko mio, ich mag die Quest jetzt schon. Ich muss den hier wahrscheinlich einmal reinfahren, damit ich da überhaupt was habe. Also das Fahrzeug ist komplett ein Fail, der Woronski. Der wird nur noch für uns als... Ja. Guck mal, du kannst doch direkt vor dir den verdammten Baum nehmen. Warum nimmst du denn immer die kleinen Dinger? So. Der ist geschafft. Woronski zur Abwahl bitte. Woronski zur Abwahl bitte. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den jetzt wirklich unbedingt auf Gold schaffen möchte. Das ist für mich so eine Sache. Ich finde diese Wettbewerbe mittlerweile ein wenig müde. Ein wenig müde. Warum machst du das jetzt von dem aus? Guck mal, ich gucke in die Richtung dahin. Ja, danke. Ja, wir haben jetzt schon gar keine Lust mehr mit dem. Ich habe mit dem jetzt keine Lust mehr. Ich will mein Auto wechseln. Der schafft hier gar nichts, ne? Aber ich glaube, ich wechsle das Auto einfach. Das macht mir gar keine Laune. Also so fahre ich nicht, weil... Hey, da fahre ich ja Ewigkeiten. Ja, der nicht. Der hat keine Zugkraft. Der hat gar nichts. Ich bringe den weg. Zieh dich jetzt. Ey, weißt du was? Lass den verdammten Anhänger da stehen. Und fahr einfach, du doofes Auto. Du bist eigentlich nur für reine Tankaktion. Der hat nicht ansatzweise irgendeine Kraft oder sowas, dass der hier irgendwie was schafft. Nee, ich stell den da hin und fahr dann mit meinem anderen Auto. Ich hole das jetzt rüber, damit wir das zusammen machen. Also das bringt mir ja gar nichts. Komm, was, die haben ja allein 6 Minuten zum ersten Target gebraucht. Und das ist hier nur da drüben, nur weil der hier zu dödelig ist, da überhaupt durchzufahren. Er hatte ja schon bei den ersten Schlammmissionen wieder, also den ersten Schlammdingern Probleme gehabt. Guck mal, was er für Probleme hat, ey. Überall über diesen blöden... Das Haar hast du mit diesem, Azovs hast du das Ding einfach nicht. Der ist wirklich... Also der Woronski, den werde ich auch wahrscheinlich dann rausballern. Sobald wir den dann rüber haben, ich finde den einfach eher anstrengend. Ich werde den noch so ein bisschen als Dings lassen und dann am Ende werden wir den verkaufen. Ich finde, der hat totale Probleme in allen Situationen. Im Schlamm, im Schnee. Also den kannst du hinsetzen, wenn du schnell über der Straße fahren willst oder sowas. Aber weil der ja auch ein bisschen was ziehen soll, nee. Nee. Nee, lass mal du. Das Ding ist hier essen. Guck mal, wie soll denn der da hochkommen? Ganz ehrlich, wie soll der mit dem Anhänger da hochkommen? Der hat ja jetzt schon Probleme, hier diesen Weg hochzufahren. Nee. Hol mir mein Voron, mein Azi. Und der Azi, der macht jetzt schon. Oh, dann holen wir uns den Azi drüber, ne, meine Damen und Herren? Ist halt so. Dann hüpfen wir einfach nämlich rüber und dann haben wir das da. Mehr müssen wir ja nicht machen und dann passt das. Ach ja. So, wir hatten in Nordhafen und da hatte ich hier mein Lodi-Hodi. Brauche ich denn mein Azibazi? Ich glaube, der ist hier in der Werkstatt drin, ne? Werkstatt? Nö, dann hole ich lieber meinen AC da und dann ist gut. Dann habe ich eher Bock drauf. So. Hä? Ach, da ist er. Ich glaube, das müsste der jetzt sein. Nee, das ist der andere dann, oder? Hallo? Hä? Das ist doch der hier, ne? Das ist der schnelle AC, wa? Ja. Da, mal wieder vollständig repariert.
Individualisieren. Packen wir dem da hinten irgendwas drauf? Könnte man dem irgendwas draufpacken? Ich weiß nicht, muss man dem was draufpacken? Ist nicht. Ne, warte mal, wenn ich den runternehme. Leistungsgewicht A minus. Jetzt haben wir ja B plus. Minus ist aber dann nochmal ein Stückchen besser, war. Warte mal, wenn ich jetzt einen Kraftstofftank drauf mache, aber A minus ist doch eigentlich Leistungsgewicht verbessert. Das heißt ja, je weiter er da drüben ist, desto besser ist er doch, oder? Je weiter er links ist, desto schlechter ist er. Komm, wir lassen den einfach so und dann ist gut und dann fahren wir mal los. Ja, Mission gescheitert, ich weiß. So. Dann ist das so. Wir fahren jetzt mit dem zum Wettbewerb und machen das Ganze mit dem hier. Ich finde den doch ein bisschen besser. Ich meine, ich habe echt keine Ahnung, was das sein soll. War auch falsch ausgewertet. Ich muss sagen, das ist so bei mir, war ein Versuch einfach mal wert, weil ich dachte, aber ja, man soll nicht denken, man soll nachdenken. Ja, das ist halt das Ding. Da war einfach mal ein Fehler, den ich gemacht habe. Jetzt weiß ich ja Bescheid und dann ist ja gut. Weiß ich Bescheid und dann ist ja gut. La 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 la. Wir fahren da jetzt hin. Mal gucken, wie lange das auch hält, dass wir repariert sind. Oh, da kommt schon die erste Stelle, wo wir uns gleich wieder unser Fahrzeug kaputt machen. Der Azi ist wirklich so ein richtiger, der Azi ist wirklich so ein so richtig schön, knackig, schnell, agil, aber dennoch fest und safe sozusagen. Das finde ich ja total toll. Warum habe ich hier jetzt eigentlich dieses Teil? Ich habe hier gar nichts gesetzt. Das ist noch von dem Lodi Hodi hier. Wo steht der eigentlich hier? Habe ich den Lowly Holy da hingestellt? Natürlich, ich habe den Stein mitgenommen. War ja klar. War ja klar, hat 5 Minuten gehalten, das ganze Ding. Wenn wir cruisen und gut die City duschen. Flapp. So. Mal gucken, wie es heute läuft, ob ich alles so weit hinkriege und dass ich dann, White Valley war doch das Richtige, ne? Genau. So, wir fahren jetzt darunter. So. Aber eigentlich ging es schnell, ne? Ging schnell, muss man ja mal sagen. Wir waren eigentlich schnell hier. Hätte doch nicht gedacht. So, einmal darum, mein Freund. Vielleicht ist es nur noch wirklich abschließen. Unsere Koffer packen, alle Fahrzeuge mit Sprit erstmal voll laden, rüberschicken, alles was wir haben. Und drüben dann anfangen, Missionen und Co. zu bewerkstelligen, um einfach voranzukommen. Drüben dann gleich alles, was Missionen, also jede Mission, die dort vor Ort ist, die werden wir dann auch ausführen dann in den nächsten Folgen. Dass wir wirklich gleich einfach durchziehen, die erste Karte ready machen. Die erste Karte ready geht zur zweiten, da alles ready machen. Mit Hauptmission und hier Wettbewerben. Ich will jetzt einfach das wirklich mit einmal abschließen. Dieses im Nachgang ab... Nein. Dieses im Nachgang abgefahren kostet schon sehr, sehr viel Zeit. Und ja, ich weiß, ihr habt es ja auch gesagt. Ja, hätte es ja gleich machen können, aber
Ihr wisst ja, ihr wisst ja. Ich mache gerne die Fehler, um daraus dann irgendwann mal vielleicht zu lernen. So. Allererstes hole ich mir mal nochmal Sprit aufgeladen. Und dann war das, der Wagen kommt dann sozusagen da raus. Dann stellen wir den hier so hin. So, jetzt nochmal. Also er fährt ja, ich habe ja hier das, da das und da. Regulär wäre das schon sinnvoll, dass wir wirklich den als erstes dahin und dann dahin fahren. Ja. Eigentlich schon am sinnvollsten. Hä? Ich hab doch da drauf geballert. So. Also, Wettkampf annehmen. Danke. Jetzt muss ich hier echt kurz vorfahren, damit ich den rankriege. So, Anhänger ankoppeln und los geht's. So, wir fahren jetzt auch so ein bisschen hier drüber, dass wir nicht komplett da drüber ballern. Fupp, fupp. Ich muss ja sagen, siehst du, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Der Woronski hat da schon gesagt, lass mich durch, ich komme hier nicht rein. Und der Azi hat es auch jetzt hier so, man merkt, so ein bisschen muss er hier schon fahren und drücken. Aber insgesamt läuft das ganz anders. Jetzt kommt ja sowieso noch die spannendste Szene. Die kommt ja jetzt erstmal. Schon das, der Weg dahin. Der Weg ist das Ziel. Mhm. Manchmal ist der Weg aber auch nur anstrengend. So. Ich habe mir überlegt, ich will mit dem Baum da dann da lang fahren, dass ich den einmal dann sozusagen da drin drehen kann und dann hier wieder in der Retourrichtung sitze. So, weißt du, dass ich jetzt hier nämlich den Weg mache? Okay, das war ein klein wenig Fehler. Weil ich den nicht gesehen habe, dass der hier so heruntergeht. Das habe ich jetzt am Anfang nicht gesehen. Und das ist nicht schlimm, das kriegen wir schon hin. Scheibenkleister kriegen wir nicht hin, weil ich mich natürlich mit diesem blöden Rad daran setze. Ich habe mir das so gut ausgedacht und dann kommst du und machst mir das kaputt. Ich hasse diesen Anhänger wirklich. Ich verfluche ihn. Ich weiß, es ist meine Fahrweise. Bei denen verfluche ich diesen blöden Anhänger. Es war ja mein Fehler. Alle gut. Ich kann nicht anders fahren. Ich muss den da rumfahren, weil sonst sage ich mir. Also der Baumding, der die Runde so gefahren war der Fail. Die Runde so gefahren war der Fail. So, jetzt machen wir das so. Fahren wir rein, haben wir. Und jetzt geht's wieder retour. Flupp. Ja, ich habe jetzt nicht gerade den sinnvollsten Weg genommen. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das, meine Damen und Herren. Wir kriegen das schon irgendwie auf die Kette. Soll ich jetzt rollen? Mir jetzt hier doch nicht jedes Mal so eine Nase richtig, weil ich habe dich vorhin total gelobt, du Fahrzeug. Okay, ja, ich weiß, ich habe den da gesehen. Ich hoffe, ich komme. Ach, gut, ich komme mal vorbei.
Trotzdem, dass er so schnell ist, hat er halt ein Problem, dass seine Wendigkeit nicht so bombastisch ist, ne? Also, soll man nicht vergessen. Ach du Heilige. Jetzt haben wir hier natürlich die Problematik mit den Dingern da noch. Jetzt fahren wir hier einmal herum. Komm ich vorbei? Ja, ich komm vorbei. Hier war irgendwo ein Baumstumpf, wie es scheint. Oder das war der weiter hervorstehende Dings. So. Jetzt geht's. Willst du mich rollen? Warum kippst denn du jetzt da? Ach verdammt, da war ein Baumstumpf. Ja, den, jetzt habe ich nach da hinten geguckt, weil ich den nicht gesehen habe. Nein! Euro, du mir das an! Fahr Auto! Fahr Auto! Fahr schneller! Könntest du das Ding mal... Ja, genau so fahren wir. Sehr schön. So, einmal herum. Klack. Zurück. So. So. Und runter geht's. Und runter geht's, meine Damen und Herren. Ja, ich weiß, irgendwo hängt er da hinten. Ich hasse diesen verdammten Anhänger. Ich hasse den, der geht überall daneben. Ich hab den natürlich mitten da reingeballert, weißt du was? Anhänger lösen. Ich hasse diesen Anhänger! Ich hasse ihn wirklich. Nein, nein, was machst du denn da? Jemals, Mann! Ah! Ich liebe auch nicht so gut, diese scheiß Bäume. Mann, ich hab echt wieder mal totale Laune da drauf. Totale Laune. Oh, guck mal, Handy klingelt. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Mit meinem fantastischen Arbeitsding hier. Ja, ich habe es wieder hingekriegt. Ich frage mich in letzter Zeit, wie ich das jedes Mal schaffe, dass ich das jedes Mal so scheitere. Blöden Anhänger, ey, die nerven. Ich krieg das einfach nicht, aber das hat nichts mit Anhängern im Endeffekt zu tun. Das ist einfach meine... Ja, ich habe das schlecht gemacht eigentlich. Hab das einfach schlecht gemacht. Muss echt gucken, wie ich dann fahre. Aber ich muss sagen, aus der Sicht dann war es schon besser. Also ich finde, aus der Sicht kann ich besser arbeiten, weil ich dann auch mehr mit den Seilen dann arbeiten kann. Man sieht halt nur nicht das mit dem Anhänger und sowas alles. Ist dann schon schwieriger.
Und ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Wie wir das hinhabeln können. Ach, es ärgert mich gerade so ein bisschen. Wurde eigentlich endlich rüber nach Tamir. Aber das kriegen wir hin in der Folge. Also wir machen das heute, dass wir den Wettbewerb schaffen, dass wir nächste Folge in Tamir sind. Bis wir abgeschlossen haben mit unserem Alaska-Ding. Also wirklich abgeschlossen haben. Das Problem ist, du musst ja entweder den linken oder den rechten als erstes anfahren, den in der Mitte dann so anfahren, weil wenn du den in der Mitte zuerst anfährst, das bringt mir ja auch nichts. Oder ich fahre erst links, dann zu rechts runter und dann nach oben. Könnte man auch machen. Denn der obere als letztes ist, weil ich da nach oben fahren muss. Wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Mach schon mal. Ja, genau, das ist der richtige Bereich. Würde ich vielleicht so rummachen. Dass ich erstmal nach links fahre, dann nach rechts runterfahre und dann den in der Mitte anwähle als letztes und hochfahren einfach mal. Ja, doch, ich mache das so rum. Um den Abschluss zu schaffen. Genau, siehst du? Hier kommst du ja nicht hin. Du fährst dann hier rauf und fährst dann hier rum. Dann fährst du hier schräg rein und dann fährst du hier wieder runter. Dann fährst du den Weg hier entlang und dann so. Genau, warte mal. Dann können wir den mal ganz kurz ausschalten. Dann plane ich mir das nämlich ein bisschen anders. Dann fahre ich das nämlich im kleinen Ticken anders. So, pass auf. Das sind ja die Punkte. Ich würde dann sozusagen... Ja, wir müssen uns schon mal hinstellen. Ja, aber ich würde das mir schon gerne... Das Problem ist, wenn ich jetzt das so mache, dann fahre ich die Dinger ab. Ich würde merken, dass ich hier die Kreuzung anpasse. Dann fahre ich das aber aus der Fahrerkabine sichtbar. Ich finde den angenehmer zu fahren. Ich habe das Problem von drauf, finde ich, ist der Fahrstil nicht ganz so, wie ich ihn haben bräuchte. So. So, nachtanken. Start-Tankauflieger, Anhänger entfernen. Warte mal, Funktion war doch geschlossen. Der stellt sich ja dann hier wieder auf. Ich glaube, es reicht, wenn ich so drin stehe. Genau, so. So, pass auf. Jetzt Masterplan. So, wir fahren hier lang. Fahren hier hoch. Fahren dann bis hier runter. Fahren dann hier ungefähr rein. Ach ja, ich muss den am besten aktivieren. So, dann habe ich den nämlich dort. Fahre von dort wieder hier runter. Fahre dann bis hier. Fahre hier rüber. Fahre von hier nach dort. Dann nach dort. Dann fahre ich den Weg da lang. Fahr aber den Weg bis hier rein, fahr dann wieder hier hoch und dann bis da hoch. So. So würde ich das ganze Ding machen. Annehmen. Moment. Jetzt habe ich es nicht drauf, da. Ich habe mich vertan. Ich habe den etwas falsch gesehen. So, dann nochmal das Ganze. Ja, da.
Ich finde es schade, dass du den nicht von vornherein andocken kannst. Dass du da erstmal noch den brauchst. So, Anhänger dran. So. Und dann würde ich sagen, legen wir los, wa? Vorsicht, hier ist Stämmchen. Der kommt auch gut vorbei. Gut, jetzt kommen wir hier raus. Jetzt drehen wir mal hier ein bisschen herum. Ein Baumstamm. Und vorbei an dem Baumstamm. Und du kommst an dem auch noch vorbei. Sehr gut. So, dann fahren wir hier drüber, da drüber, dort drüber. Und dann müssen wir hier nämlich einmal dann nach linksseitig rüber. Sehr gut. So, hier drüben werden wir jetzt uns gleich schon mal umswitchen auf auf niedrig plus. Und dann haben wir aber jetzt schon den Fehler, dass ich hier ein bisschen zu heftig herumgegangen bin. So, ab hier müssen wir nämlich niedrig plus fahren. So, jetzt fahren wir nämlich hier quer ein. Wenn ich es richtig gesehen habe, falls nicht, habe ich das falsch gesehen, dann müssen wir nochmal gucken. Aber wir könnten entweder da rechts lang oder da links lang fahren. Ey, wir müssen hier so ein bisschen rechts lang fahren. Da links lang geht's gar nicht. Oh, verdammt, jetzt habe ich auch noch. Warte mal. Gleich wieder da. Und hoffe, ich konnte direkt weiter ansetzen. Telefonie, Telefon da und jetzt geht's auch weiter. Ich hoffe, dass wir das nur hier hinkriegen, weil das Ganze gar nicht so leicht ist, wie ich es mir gedacht habe. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, dass ich hier nochmal kurz einen Retourfahrer mache und dann hier wieder runtersetze. So. Habe ich den jetzt da durchgesetzt? Oh Mann! Doch, ist doch! Hä? Ach so, hat er ja schon. Okay, warte. Verdammt, jetzt bin ich leider gerade in einer Situation, die nicht so doll ist. Ich habe mich verfahren. Verdammt, wollte hier gar nicht hin. Wobei, ist es besser, wenn ich hier jetzt herunterdürbel? Ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr in dem Modus, wie ich als erstes gefahren bin. So, und weiter geht's. Nee, ich muss den leider hier fahren, wenn ich da rechts fahre. Wenn ich da rechts aber eigentlich fahre. Shit, ich sehe hier gerade nicht. Ja, ich muss jetzt so fahren. Ich hoffe, dass ich das hier durchkriege. Wie gesagt, wenn ich den Wettbewerb nur aufs Bronze oder Silber mache, dann ist das halt so. Ist mir jetzt gerade ein bisschen lax. Ja, natürlich. Natürlich jumpst du da nochmal rüber, damit du da drinnen hängen bleibst. Ach Mann, oh! Problem ist, du kriegst ihn auch nie gerade zurückgedrückt. Ich hasse Drehschema. Ich hasse Drehschema, ganz ehrlich. Ich hasse Drehschema. Das ist für mich so ein Ding, ey. Fahr doch jetzt darüber. Zieh den doch rüber, bitte. Zieh den doch rüber. Guck mal, ich zieh den, aber. Ist mir jetzt gerade völlig lack. Ich muss den da nur einmal da rumkriegen. Ich krieg den da nicht rum, ne? Ey, ich krieg ihn einfach nicht. Egal wie ich fahre, der Weg danach ist das Problem. Ja, weil der nämlich da einkippt. Kannst du den jetzt mal... Zieh den mal rüber, Mann. Ich habe das Ding jetzt schon durchverkackt. Ist einfach so. Guck mal, er zieht den aber auch gar nicht rüber, ne? Gar nicht. So. Alter, das verdammt. Oh, endlich. Ich hasse diese Dinger hier. Ja klar, jetzt fahre ich zwar da kurz wieder rein, aber jetzt fahre ich nur noch mal da rum und dann hat sich's.
Aber jetzt fahren wir einmal herum, fahren dahin und dann fahren wir dahin zurück. Ist doch richtig, ne? Nee, genau, hier jetzt links rein. Ich will diesen Wettbewerb einfach nur schaffen und dann verziehe ich mich hier. Verziehe ich mich hier echt. Ich habe echt auf diese ganzen Wettbewerbe langsam keine Böcke mehr. Weil das klappt eh nicht so ganz, wie ich das möchte. Aber ich bin auch jetzt kein Spezialfahrer. Ich muss auch sagen, derzeit, ich bin eher so ein bisschen durch. Von den ganzen Operationen und den ganzen Kladderadatsch und also nicht von meinen, sondern die ich ja begleitet habe nur. Bin zufrieden, wenn das ganze Thema einfach jetzt bald zu Ende ist. Wie gesagt, es kann sein, dass jetzt dann doch nochmal eine Chemo kommt. Und ja, da bin ich dann einfach. Bin einfach fertig. Da bin ich einfach fertig und bin zufrieden, wenn wir alles andere dann abschließen können und einfach meine Ruhe dann irgendwann mal genießen kann. So, warte mal, jetzt geht's zu dem nächsten Punkt. Das Gold schaffen wir nicht, dafür habe ich mich hier schon total verfranst. Das muss man ja einfach mal sagen. Aber ich will einfach jetzt das auf Silber oder Bronze schaffen, das ist mir egal. Der Rest ist mir egal. Man müsste halt gucken, was der Idealweg ist, wie du den am besten fährst, damit du das wirklich in 7 Minuten schaffst. Ist machbar, aber du. Wenn wir es halt mal nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht. Ich bin da ganz konform mit, ich muss das nicht unbedingt perfekt lösen. Sonst bin ich anders, aber... Ach komm, und jetzt mach mir doch nicht hier mit deinen FPS-Problemen nochmal Leben zur Hölle hier. So, jetzt fahren wir hier halt hoch. Blab. Denk dran, nicht rechts am Baum vorbei, links am Baum vorbei. So. Geht's da lang? Flamm. Dann geht's da lang. Genau, jetzt muss ich den nur da durchziehen. Das kann ich aber zur Not umändern. So. Und jetzt fahren wir einmal hier herum. So. Und dann fahren wir einmal hier. So. Ich krieg das heute hin, das sage ich euch. Das wird in der nächsten Folge im Termin sein. Wie gesagt, solange ich das irgendwie schaffe, passt mir das Ganze. Der Rest ist mir egal. Einfach nur, dass ich das geschafft habe. Ich glaube, bei 10 plus ist dann Bronze. Langsam kannst du dich dann machen. Lalalala. Ey, den Baumstumpf da habe ich gesehen. Da müsste ich jetzt an dem vorbeikommen. Genau. So, dann da wieder hoch. Und dann hier so ein bisschen rechts halten. Ach ja, Mann. Ach, jetzt bin ich ja an dieses Ding rangeballert. Wer stellt denn hier alle diese Stümpfe dahin? Könnt ihr die nicht einfach alle wegräumen? Und hier, dann krache ich jetzt weg. Hier einmal herum. Und dann haben wir das auch gleich in die richtige Richtung geballert. Und dann fahren wir da hoch einfach nur noch. Also ist jetzt aber schon auf Bronze. Mir ist es egal. Wir haben es dann geschafft.
Und der Rest ist mir dann egal. Ist das ein Baum, den ich umfahren kann? Nein, das ist natürlich kein Baum, den ich umfahren kann. Bin da letzte Mal an dem also scheinbar vorbeigedödelt. Wie gesagt, ist nicht perfekt. Aber geschafft ist geschafft. Problem ist halt dann auch immer, wie gesagt, bei einer Aufnahme, ich muss das ja dann irgendwann auch fertig machen, hochladen, etc. Und da bleibt mir dann immer ein bisschen weniger Zeit. Und zweimal habe ich ja schon abgebrochen, glaube ich. Ich könnte es nochmal versuchen, aber es ist mir in der Sache diesmal nicht so wichtig. So, na, zumindest habe ich 1900, ist erledigt. Und wenn ich jetzt meine 100% in Alaska habe, reicht mir das. Ich habe 100% und bin zufrieden. Es wird kein perfekter Spielstand werden, aber wir haben alles andere erreicht. Warte mal, was war das jetzt hier eigentlich für einer? Das Service-Anhänger, da kann ich auch reparieren, ne? So. Ne, hier würde ich nicht die Drehung machen, mein Kleiner. Es könnte zwar jetzt sein, dass ich gleich mein Fahrzeug umballer. Oder aber ich habe das Glück und es funktioniert ohne Probleme. Ja, ohne Probleme. Ha, 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 ha. Dieser Anhänger macht immer Probleme. Dieser Anhänger macht immer Probleme. So, wir sind unten angekommen. Wir sind unten angekommen. Also ich würde sagen, das lade ich dann hoch und in der nächsten Folge habe ich alles soweit vorbereitet, dass wir uns in der nächsten Folge in Tamir wiedersehen. Alle unsere Fahrzeuge mit einem Tankanhänger drauf und dann passt das Ganze auch schon. Ne? Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir in Tamir unterwegs sein. Und darauf freue ich mich schon, ne? Das wird auf jeden Fall schon interessant werden. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich gut. Bis dahin. Tschüss.